So, hallo liebe Leute, es ist wieder soweit. Eins von 100 und wir sind wahrscheinlich. Und wir starten direkt in Afrika. Nachdem ja die Entscheidung auf Belgisch Kongo in Zentralafrika fiel. So. Belgisch Kongo. Das nehmen wir auch direkt. So, bevor das weg ist. So, entschuldigt Leute, ich musste schnell reagieren. Wir sehen hier, dass wir nichts sehen, also nicht viel. Ich muss mal hier die Karteneinstellungen mal abändern. Provinznamen passt so. Nationenfarben ist mir so wesentlich lieber, ist ein bisschen bunter und man sieht ein bisschen mehr von der Welt. Viele Spieler sind auf der Karte noch nicht drauf, wie ihr gerade gesehen habt. Bin ich gerade, glaube ich, der Zweite. Genau, ach nee, hier kommen jetzt noch ein paar Spieler rein. Okay, hier ist Aladdin und Galati Gevel und was auch immer. So, lass uns mal ein bisschen durchschauen. Also hier sind natürlich jetzt momentan noch alles KI-Nationen. Die zwei bleiben auch KI. Das hier wird eine Spielernation, hat aber noch keinen Zugriff auf uns. Das heißt, wir werden als erstes mal hier alle abziehen, bis auf ein People. Ein People soll da bleiben, damit wir Sicht haben, falls irgendwie einer, falls der Spieler da irgendwie entscheiden sollte, zu uns zu kommen. Der hier wird darüber gehen. Was machen wir noch? Hier können wir auch nicht angegriffen werden, tatsächlich. Doch, über diesen Weg, aber das ist der weiter Weg. Machen wir jetzt mal so, dass ich neun People sehe, oder ich merke gerade, ich habe die Musik gar nicht eingeschaltet. Wieso gibt es hier keine Musik? Einstellungen, Soundeffekte und Musik. So, bleiben wir ein bisschen atmosphärischer hier. So, also von hier können wir auch nicht angegriffen werden. Doch, können wir schon, aber es ist ein langer Weg eben. Dann sollen die mal hier zur Verteidigung mal darunter gehen. Ich habe nicht vor, am Anfang direkt irgendeinen der Spieler anzugreifen. Es ist ja eine Solo-Sieg-Challenge, unsere erste Solo-Sieg-Challenge. Genau, gucken wir doch mal. Hier noch so gibt es eine Sekunde. Ja, ich bin sofort wieder da. So, da sind wir schon wieder. Okay, da gibt es direkt eine Nachricht von der Südafrikanischen Union. Das ist der Aladdin hier. So, ich musste gerade noch mal schnell was. Ich bin war gerade am Kochen und da habe ich gesehen, dass die Karte frei ist. Deswegen musste ich kurz weg. Sekunde. Mache jetzt erst einmal die Rohstoffbörse, weil ich was anders mache. Erstmal die ganz günstigen Angebote aufkaufen und oh, sehr günstig so. Sofort her damit. Und hier noch und hier noch. Was gibt es hier? Dann kümmern wir uns erstmal um die Rohstoffe, um den Aufbau. Und dann lesen wir mal, was der Kollege da unten, der da geschrieben hat. Das noch und das noch. Ich sehe gerade, wir haben katastrophale Zustände mit Nahrung. Da bin ich mal gespannt. Erstmal ein bisschen ausbalancieren. So. Wir haben viel mehr Holz als Stahl. Dann machen wir mal hier volle Pulle auf Stahl und auf Eisen. Und hier bleiben wir minus in Gas. Ja. Öl. Ja, Öl werden wir brauchen. Deswegen lasse ich es mal so. Geht okay. Also es sind nicht die besten Ressourcen. Also ganz gute Eisen und Holz. Output muss ich sagen. Können wir hier vielleicht noch die günstigen aufkaufen? Da können wir die hier noch. Ja, machen wir doch mal gleich mal. Und verkaufen wir mal Stahl. Für Maximum natürlich. Für 30. Und zwar machen wir da 4000 rein. Kaufen wir das hier an Holz auch gleich auf und dann machen wir hier auch gleich eine ähnliche Action. Ja. Und dann machen wir noch zwei günstigere Angebote rein, damit das nicht so aussieht, dass es ein Spieler ist, der hier den ganzen Markt kontrolliert. Für 29,6 machen wir mal 1600. Ach, hängt es jetzt. Und Eisen genauso. Nochmal 29,7.
29,7. Auch 1900. Und dann machen wir noch ein Angebot. Ah, 29. Bei Holz 1000 und bei Eisen machen wir ähnlich. 29,1. So. Na, no, jetzt schaut es nämlich so aus, als ob das immer noch mehrere Angebote wären, aber ich bin nicht der Einzige, der es anbietet. Ne? Ist das. Okay, ich habe das nicht reingestellt gerade, das Eisen. Why nicht, ja genau. Perfektes Deutsch. Jetzt, jetzt habe ich doppelt drin, okay. Mein Gott, das Server laggt ein bisschen, ne? Ist ja nichts Neues. So, wir müssen aber bei Nahrung und bei schon ein bisschen aufpassen. Sagen, das gönnen wir uns noch. Das hier aber nicht mehr, das würde uns sehr viel kosten. Machen wir ein bisschen günstiger, 16,8 an Nahrung verkaufen. 16,8. Und dasselbe machen wir bei Fisch für 7,3. Und dann machen wir Nummer 1 für 17,2. So, ja, das sind ja meine Spielchen, die ich am Anfang so gerne spiele, damit die Leute von uns die Ressourcen kaufen. Und es kann aber sein, dass da eben ein paar Spieler das auch noch günstiger was reinsetzen. Das kann gut sein, aber momentan bin ich der günstigste Anbieter. Hier ist noch ein bisschen günstige Kohle, das nehmen wir gleich mal mit und machen wir rein für 14,6. 10,6. Ja, ich meine, das wäre jetzt kein Weltuntergang, wenn es jetzt keiner kaufen würde. Können wir alles gut gebrauchen. Vor allem Nahrung, weil wir ja so ein Minus sind. Wobei, das wird sich die nächsten Tage natürlich noch steigern. Wir schmeißen die KIs scheinbar schon mal irgendwas auf den Markt. Können wir da ein bisschen Öl schon mal verkaufen für 10,2. Machen wir mal. Und 14,4 Gas. Ja, wie gesagt, jetzt kommen ja immer mehr Spieler dazu. Die KI handelt ja auch hier so lange herum, bis die Spieler soweit sind. Ups, habe ich das nicht gemacht. Dass ich das verklickt habe. So, jetzt. Okay, jetzt schaut es wieder ganz gut aus. Ah, hier gibt es schon wieder günstiges Holz und hier günstiges Eisen. Ja, eventuell muss man unsere Angebote abbrechen und ein bisschen anpassen. Kann gut sein. Jedenfalls hat uns der Spieler hier direkt angeschrieben. Weil wir auch einer der ersten sind. Jetzt kommen hier nach und nach immer mehr. In Europa natürlich. Ja, wohin? Wo sonst? Hier ist einer in russisch Jakutien und hier ist einer in britisch Neuseeland schon mal. Und in Südamerika haben wir auch schon Big Gang 96. Ja, also kommen wir nochmal dazu, hier vernünftig das, die ganze Geschichte zu erzählen. Also diese Karte ist eine Solo-Sieg-Karte. Das heißt, ich versuche, diese Karte alleine zu gewinnen. Ohne Koalition, ohne Bündnisse, ohne sonst irgendwelche Abkommen. Im Endeffekt ist das da alles legitim, aber wichtig ist, dass wir den Rundensieg vor den Augen haben, und zwar, dass wir alleine die Karte gewinnen. Wie uns das gelingen wird, ist eine Frage. Das werden wir sehen. Wir haben hier eine ziemlich ungünstige Position, weil wir hier einen Spieler haben. Hier einen und hier einen. Also wir haben fünf Spieler national an der Grenze. Wenn hier der Spieler aus Äquatorialafrika hier die KI einnimmt, haben wir sogar noch einen dazu und so weiter. Also, ja, wartet mal, ich zähl nochmal 1, 2, also der gehört noch nicht dazu, 2, 3, 4, 5, 6 sogar. 6 Spieler an der Grenze. Eieiei. Also das wird schon spannend. Ich hoffe, dass unsere Nachbarn möglichst spät joinen. Afrika ist jetzt meistens nicht so beliebt. Und da eh schon gesehen wird, dass hier Südafrika schon genommen worden ist, werden wahrscheinlich die meisten Spieler, wenn in Afrika, dann eher im Norden starten. Ich hoffe es jedenfalls. Ja, ganz wichtig ist, dass wir eben auf unsere Ressourcen achten. Dann gucken wir mal gleich mal, dass wir irgendwas ausbauen. Und zwar Doppelholzprovinz, Werkstatt. Ich muss mir noch Dings holen. Sagt schon. Wer ist das denn? Da fällt mir der Name gerade nicht ein. Ihr
Premium-Account, ne, muss ich mir holen, damit wir hier Sachen in die Warteschleife legen können. Habe ich tatsächlich nur eine einzige... Ach hier, ich habe zweimal Doppelholz. Okay, das ist spannend, spannend. Dann da gleich mal eine Werkstatt rein, Werkstattstufe 2. Und dann gucken wir doch mal, was der Spieler hier schreibt. Das mache ich jetzt mit euch. Kebabmeister. Okay, der Kebabmeister schreibt uns schon mal an. Hey, ich und Namibia würden gerne mit dir siegen. Okay. Ich würde auch gerne siegen, aber nicht mit dir, mein Freund. Tut mir leid. Ich habe hier eine Solo-Sieg-Challenge am Start. Trotzdem nett, dass er uns angeschrieben hat. Wahrscheinlich haben die gesehen, was ich für ein Level habe. Ich guck mal deren Level kurz an. Galactic Gable, der ist Level 9 und er ist Level 1. Oh mein Gott. Der will mit uns spielen. Also seine allererste Runde. Deine allererste Runde. Interessant. Wahrscheinlich ein zweiter Count, oder? Vermute ich mal. Wenn er schon mit mir siegen will. Dieser Spieler hier, der Aladdin, spielt erst seit Februar dieses Jahres und hat in den ganzen Monaten schon 115 Spiele, ist dabei getreten, 3 Koalitionssiege. Ja, tut mir leid, aber die Kill Death Rate ist jetzt nicht so beeindruckend und hat auch nicht so viel Erfahrung. Ich werde jetzt erst einmal nicht antworten, werde ihm dann vielleicht nächste Zeit irgendwann mal doch zurückschreiben. Mitteilen, dass wir erstmal das alleine versuchen wollen. Und ja, schauen wir mal. Also, das ist so der Start dieser Karte und ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Es wird definitiv spannend. Vor allem finde ich jetzt hier diese, ja, für euch wahrscheinlich schon altbekannt, aber für mich noch recht neu, weil das die erste Runde ist seit über 2 Monaten für mich. Diese Shift hier, wie in Europa Universalis oder Hearts of Iron und so weiter, das gemacht worden ist. Ihr habt das auch schon gesehen, dass es tatsächlich, wenn hier jetzt mal jemand Indien hat und hier Arabien, dass Indien, also hier, sagen wir mal British Madras, hier komplett über die Schrift drüber steht und hier dann auch British Madras steht. Sehr, sehr Europa Universalis 4 Style. Ich finde das richtig cool. Schaut super aus. Außerdem haben sie auch an den Grafikeffekten ein bisschen geschraubt. Das werden wir dann später sehen, wenn wir das überleben bis dahin. So ab Tag 10, 11, 12, wenn wir die ersten Artis so haben. Und die ersten Kreuzer und so weiter, aber Kreuzer werden wahrscheinlich bei uns erstmal noch nicht in Frage kommen, aber vielleicht, ja, mal schauen, wie sich das entwickelt hier. Der Plan sieht wie folgt aus, wir werden nichts machen, werden uns hier nur ausbreiten, ein bisschen bauen und hoffentlich kommen gleich noch mehr Spieler rein, um unsere Ressourcen aufzukaufen. Und dann werden wir hier ordentlich Gas geben, werden erstmal nur Verteidigung aufbauen und dann schauen, dass wir auf eine günstige Gelegenheit warten. Ich werde euch auf jeden Fall dazu holen, spätestens morgen, weil die ersten Tage sind ja wirklich sehr spannend und sehr interessant. Da werde ich euch auf jeden Fall dazu holen. Wenn es morgen nicht so viel zu erzählen gibt, dann werde ich eben eine halbe Folge machen, in Anführungsstrichen. Also hier sind übrigens noch ein paar Spiele dazugekommen. Also eine halbe Folge oder ja eine Teilfolge sozusagen. Dann werde ich eben die danach kommende Folge zusammenschneiden, damit ihr nicht so lange warten müsst und damit es auch ein bisschen spannender ist. Auf jeden Fall danke ich schon mal fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.